Es ist wirklich tatsächlich 20 Jahre her. Da kam Deutschland zusammen, ja? Mein Vater ist selber aus Greifswald. Ich bin aber. Ich bin sozusagen auch ein halber Ossi. Und ich bin in Deutschland groß geworden und ich habe diese Geschichte halt schon mal erzählt, weil hier vom Hellraiser, eine Mitarbeiterin, hat damals die erste Show für Atrocity in Greifswald gemacht. Und ich muss sagen, muss ein bisschen zusammennehmen jetzt, nicht, dass ich so sentimental werde, aber das war einer der größten Momente für mich. Die Show war gar nicht so riesig, war super geil, aber ich konnte endlich mal dahin fahren, wo mein Vater herkommt und das hat für mich verdammt viel bedeutet. Ich weiß auch, dass die Politiker, ja, die machen garantiert nicht alles richtig. Da ist so viel Scheiße dabei. Aber für mich ist es wichtig, dass wir alle zusammengekommen sind. Und dafür bin ich auf jeden Fall noch dankbar. Dankeschön. Ich habe es damals am Fernsehen verfolgt. 3-4 Tage später war ich selber auf der Mauer. Da haben wir noch ein paar Grenzer. Ja, ihr wisst schon, wen ich meine, gesagt, da darfst du aber nicht sein. Und ich meine, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ja? The sun always shines on TV. Für euch. To keep my troubles distant. Lights out!